Willkommen zu Descent 2. Hoffentlich zum letzten Mal beim Endboss. Der letzte Boss im ganzen Spiel. Viel Spaß hatten wir schon mit ihm. Viel gelacht haben wir. Schönen Geburtstag gefeiert. Schlecht gespeichert. Und ja, was soll ich noch groß sagen? Es hört einfach nicht auf. Ich habe das jetzt schon direkt am Anfang ziemlich schlecht gemacht, glaube ich. Ja, irgendwie hatte ich ja dann doch jetzt noch Glück. Ich weiß nicht warum, aber das Glück winkt dem Tüchtigen. Irgendwie so hieß der Spruch. Wo? Von hinten plötzlich schön teleportiert, du Sack. Ja, ich hatte zwei Unverwundbarkeiten. Ich hatte zwei neue Earthshakers hier. Ganz viel Unsichtbarkeit, aber es bringt im Endeffekt nichts. Und dann ist er unten plötzlich. Kann man einfach warten und dann teleportiert er sich? Ich glaube nicht. Man muss irgendeine Reaktion zeigen, auf die er dann wiederum reagiert und sich irgendwo anders hin teleportiert. Oder sollen wir einfach mal hier so warten? Dupti-dupti-du. Dupti-dupti-daisy. Ich würde am liebsten warten, bis er einfach wieder hier in der Mitte ist. Das ist mir am liebsten. Das ist er doch, oder? Ja, offensichtlich habe ich ihm irgendwie Angst eingejagt gerade. Denn er macht Geräusche. Vielleicht schnarcht er auch nur vor Langeweile. Da ist er ja gar nicht. Wo ist er denn? Da unten ist er. Er stirbt einfach nicht. Ich meine. You have no smart missiles. Hab alles schon an ihm verballert. Meine ganzen Raketen. Meine ganze Würde. Da seht ihr, was passiert. Immer wieder. Da seht ihr es. Es sind nicht nur eine Earthshaker. Nein, es sind ganz viele. Von unten. Meine neue Strategie entwickeln. Das wär's. Da ist eine Unsichtbarkeit. Vielleicht kann ich die noch irgendwie nutzbringend einsetzen. Vielleicht gehe ich wieder weg. Vielleicht gehe ich wieder weg. Oh, meine Hände tun weh. Hab schon über 3 Stunden heute. Ach genau, das wollte ich ja mal probieren mit Leben einfach einsetzen. Mache ich das doch mal so. Vielleicht hat es ja irgendeinen Sinn. Wobei, jetzt habe ich ihn, glaube ich, von vorne erwischt. Das hat nichts bewirkt. Ich muss ihn seitlich oder von hinten treffen. Aber dann vertausche ich aber mal ein paar Leben. Falle ich vielleicht wieder unter 100, aber auch egal. Jetzt komme ich ja nicht mal einen halben Meter weit. Das ist dann auch doof. Aber im Endeffekt, wozu hat man die Leben? Kann man doch mal so probieren. Bisschen aufplustern wieder hier mit Zeug. Das hat jetzt ein bisschen zu lange gedauert, die Waffe zu wechseln. Aber zum Glück hat man hier im Kaltstart nach dem Sterben sowieso nur Laser. Aber das wird ihm dann auch nicht viel ausmachen, wenn es so Laser 1 ist. Ja, er darf einfach sich nicht zu mir drehen. Das macht er trotzdem immer. Ja, toll, er erwartet mich jetzt immer, oder wie? Das wäre ja nett. Ich bin unsichtbar, deswegen lebe ich noch. Ich sehe ihn nicht. Aber es blitzt hier auch ständig. Jetzt
Sterb doch einfach mal. Get behind him and fire. Also sagt er es schon wieder. Ich versuche es doch, du Sack. Hinter ihm. Genau darauf, aber es macht ihm nichts. Sind da auch so viele Gegner. Ich glaube, ich kann das nicht so speichern gleich. Es sei denn, er würde sterben. Ist halt an der Zeit, mal ein bisschen Verzweiflung zu zeigen. An sich bin ich, glaube ich, auf der richtigen Spur. Jetzt endlich mal ordentlich von hinten zu schießen. Und nicht einfach nur immer drauf zu ballern in der Hoffnung, es wird schon passen. Von vorne ist er anscheinend einfach mal resistent. Irgendwann kann er nicht mehr. 90 Leben noch, wir haben noch ein bisschen. Ein paar Gegner nerven ja rum, okay. Wenn es ihnen Spaß macht. Wo ist er denn? Haben irgendwie verpasst. Bitte sterben. Diesmal bin ich ja ganz ordentlich weit gekommen. Dafür hat man Leben. Einfach beenden den Kram jetzt. Aber nicht einfach sterben, das soll schon was bringen. Boah, ich habe keine Abwehr hier. Warum ist er denn so stark gegen mich, der kleine Sack? Jetzt sollte er mich nicht nerven. Ich muss ihn ja besiegen. Mit Laser 1 werde ich ihn besiegen. Aua. Ja, noch 85 Leben. Noch ein paar Versuche haben wir. Habe ich ihm jetzt geschadet? Er dreht sich halt mit mir, das ist doof. Dreh dich nicht mit mir. Ja, er hat sich wieder verdrückt. Aber ich glaube, ich mache ihm schon ordentlich Schaden. Hoffe ich doch, sonst wird das alles völlig umsonst. Sterb einfach mal. Dann ist er tot und dann killen mich seine Lakaien. Da komme ich nicht mehr ins Exit, aber ist jetzt auch egal. Einfach ihn töten. Das war natürlich jetzt gar nichts. Von vorne macht ihm das offensichtlich nichts. Ach, was das? Ich will meine Leben nicht verschwenden. Die sollen schon einen Sinn haben. Soweit soll ich erst die Typen da, die Lakaien wegmachen vielleicht. Die Gauss nervt mich, ich will die gar nicht einsetzen, aber ich sammle sie dauernd ein, dann wird sie automatisch ausgewählt. Aber ich habe gleich 500.000 Punkte, das ist doch mal ein positives Argument. Ich bin unsichtbar, das war jetzt mal wirklich notwendig. Ja, so kriegt man ihn. Jetzt habe ich mich schon wahrscheinlich selber getötet, aber... Muss sein. Plasma, willst du Plasma? Hab ich nicht ausgewählt automatisch, warum auch immer. Die hätte ich dann ganz gerne automatisch ausgewählt gehabt. Kann man einstellen, ich weiß. Machen können. Concussion einsetzen, das war ja am Anfang. So setzt man seine Leben auch mal sinnvoll ein. Hat es doch mal Grund gehabt, so viele Leben zu sammeln, ne? Macht irgendwie schon Spaß, aber ich weiß nicht, ob es wirklich was bringt. Aber er verliert ja Leben. Lebensenergie, schätze ich mal. Ja, dreh dich nicht mit mir. Ah, du nervst. Du Sack. 500.000 übrigens. Aber das ist wahrscheinlich nicht wegen ihm, sondern wegen seinen Lakaien. Jetzt kann ich sterben, aber ihn nehme ich mit. Hm.
Eventuell werde ich schon am Ende laden müssen und alles war umsonst hier. Aber man sieht, man kann da ohne Laden ordentlich vorankommen. Ja. Man muss es nur wollen. So. Wahrscheinlich habe ich die ganze Zeit. Goldener Laser, das ist cool. Eher gelb wahrscheinlich. Das sah golden aus. Die ganze Zeit habe ich wahrscheinlich ihn nicht richtig erwischt von hinten und deswegen hat das ihm überhaupt nichts ausgemacht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, weil es schon wieder so lange dauerte. Ja, ich komme nicht mehr so wirklich voran, weil so viele kleine Gegner hier sind. Mal unten lang gehen, heimlich. Ich weiß gar nicht mehr, wo er ist. So viel liegt hier rum. Wie soll man ihn denn sonst von hinten kriegen, wenn er sich einfach mit einem dreht? Ich gehe mal außen rum und einen anderen Eingang suchen. Finde mich hier nicht zurecht. Ja, da war dann halt der Eingang beim Energy Center meinetwegen. Jetzt sind wir von hinten, aber wenn wir gleich eh wieder sterben, hat sich das nicht wirklich gelohnt. Eher haben wir den Spawner hier wieder deaktiviert. Er lebt immer noch. Offensichtlich. Jetzt gehen wir wieder hier raus rein. Boah, direkt getroffen der Earthshaker. Normalerweise sind es nur die Splitter, die einen treffen. Ja, wieso macht das seinen Leuten nichts aus, diese Earthshakers? Clorked. Ich bin clorked. Von hinten. Was ein Gemetzel. Und ich weiß wieder nicht, wo er ist, aber okay. Oh. Habe ich nicht lange durchgehalten mit der Gauss. Ja, nervt mich nicht. Es muss doch irgendwann was werden. Heidewitzke. Das war er gar nicht, aber ne, da unten ist er. Wenn man selbst sein Raumschiff aufpackt, muss das ja auch einen besonders großen Wert haben, oder? Hä? Ist er tot? Ich hab gar nicht gemerkt, es war nicht schon. Wo ist der Eingang? Achso, ich hab gewonnen direkt. Ja, geil! Telemetry is detecting a massive energy spike from the planetoid. We recommend you evacuate immediately. Idiot. What does he think I'm doing? Wie viele Punkte habe ich jetzt bekommen? 20.000? Ich habe es nicht mitgekriegt, wirklich. The things I'm getting on this base aren't consistent with any of the others I've destroyed. It's actually moving. Maintaining speed and heading just like a starship. Now, whatever this thing is, it's getting ready to blow itself to pieces. Good. No more. I'm done. All that's left is to go home, get my money, and sleep for the next 2 years. Yeah, genau. Valhalla Tower, this is Vertigo 1. I'm starting the jump pre-sequence and returning home. Acknowledged, Materia Defender. Hurry home. We have business to discuss. What? Malfunctioning? No, this can't be happening. This isn't happening. Valhalla, warp drive is malfunctioning. Repeat, warp drive is malfunctioning.
literal word taking abort, me. Abort, jump, repeat, abort, jump. I can't. Bin ich jetzt tot, nachdem ich alles geschafft habe? Nicht euer Ernst. Das ist die Überleitung zum Add-on wahrscheinlich. Das sind nicht mehr Marcel Travis das Problem, sondern man muss sich selber halt irgendwie rausfinden aus der Scheiße. Vermutlich. Ich hab's geschafft. Mit einer Kamikaze-Taktik, aber die war dann am Ende, ich finde die ganz amüsant. Wird vielleicht nicht jedem gefallen, aber ich fand die witzig dann. Vor allem, nachdem ich vorher 3 Stunden lang oder noch länger die vorsichtige Taktik angewandt habe. Gut. Hostage gab's ewig nicht mehr. Ansonsten, ja, ganz ordentlich vorne kommen. 58 oder 587.000 noch. Boah, der Boss muss ja am Ende nochmal ganz schön ordentlich Punkte gegeben haben. You placed second. Ja, meinetwegen. Ist mir egal. Ist sowieso mit A der Name, deswegen interessiert es nicht. Und eigentlich, ich hätte noch ein paar Minuten länger machen können, dann hätte ich auch mehr als der Highscore. Egal, hab's geschafft. Das war Descent. Und beim nächsten Mal, vielleicht in 1 oder 2 Jahren, dann kommt noch Vertigo wahrscheinlich. Hoffentlich nicht ganz so schwer, ich werde es wahrscheinlich auch auf Ace spielen. Höchstwahrscheinlich. Dann habe ich auch ein bisschen mehr Spaß als auf Insane, wo unendlich Unfairness an der Tagesordnung ist. Gut, mein Name ist Sam. Das war's mit Destiny 2. Ich bin sehr froh, nach 3 Jahren dieses Spiel endlich geschafft zu haben. Zumindest als Hauptspiel. Ciao, ciao.